Hallo und herzlich willkommen zum Sternensucher-Podcast. Deine gute Nachtgeschichten für schöne Gedanken zum Abend. Wenn du neu dabei bist, höre dir jetzt gleich Folge 1 an. Den Link zur Folge 1 findest du unten in der Beschreibung. Ich bin Mario Mietig und lese für dich heute Folge 4. Der große Tag. Mama geht in die Knie, bereit, Erik jeden Moment zu trösten. »Sei nicht traurig, mein Schatz«, sagt sie. Doch Erik braucht nicht getröstet zu werden. »Wann wurde Barney das letzte Mal gesehen?«, fragt er, so wie er es in den Kommissarfilmen gelernt hat. »Nun, die Schwester meinte, er war nicht bei den Fundsachen.« »Aber du hast ihn doch der Schwester gegeben, Mama.« »Das war die andere Schwester, Schwester Anke.« Erik verschränkt die Arme und stützt das Kinn auf der Hand ab. »Also muss Schwester Anke den Bär haben.« »Sind sich Schwester Anke und Schwester Carola nochmal begegnet?« Mama kann sich ein Lachen nicht mehr verkneifen. »Natürlich, mein kleiner Detektiv. Sie arbeiten doch zusammen.« »Merkwürdig«, stellt Erik fest. Mama zwinkert Erik zu. »Mach dir keine Sorgen. Du bekommst einen neuen Barney. Es ist ja auch bald Schuleingang.« Doch Erik möchte keinen neuen Barney. Er will den alten Barney zurück. Seinen Barney. Im Kinderzimmer schmiedet Erik einen Plan. Einen Barney-Rettungsplan. Heute ist der große Tag. Der Schuleingang. Erik schlüpft in die frisch gebügelten neuen Sachen. Ein schneeweißes Hemd, eine schwarze Weste und dazu eine seidene Fliege. Das Hemd mag Erik besonders, denn am Kragen ist ein kleiner Fußballer eingraviert. Auch Mama, Papa und Gregor sind heute schick angezogen. Vor der Einschulungsfeier fahren die Kuschels noch zu Oma Renate und Opa Rolf. Erik wartet im Auto. Mama ist ausgestiegen und umarmt die Großeltern. Da geht die Autotür auf und eine gut gelaunte Oma quetscht sich neben Erik. Den gebrechlichen Opa hat sie im Schlepptau. »Hallo, du Schulkind! Schick siehst du aus!« begrüßt ihn Oma. »Mhm«, antwortet Erik. Mehr kann er nicht sagen, denn Erik ist viel zu aufgeregt. Als würde er ahnen, wem er gleich begegnen wird. Als sich die Kinder vor der Festhalle versammeln, strahlt die Sonne mit voller Kraft. Erik steht bei seinen Freunden, Mark und Jonathan. Seit dem Kindergarten sind die drei ein unbesiegbares Team. Die Jungs reden über das Bundesligaspiel von gestern und dann geht es los. Die Klassenlehrerin Frau Buchholz ruft alle Kinder zusammen. Auf geht's! Bitte stellt euch alle in einer Reihe auf, wie wir es gestern geübt haben. Die Lehrerin staunt nicht schlecht, als sich die Kinder tatsächlich hintereinander aufstellen. Erik ordnet sich in der Mitte der Schlange ein. Aus dem Blickwinkel sieht er ein Mädchen. Sie hat lange Haare und trägt ein rosa Kleidchen. Bei der Probe gestern war sie nicht da. Sie lächelt Erik an. »Lauf los!« donnert Marks Stimme in Eriks Ohr. Erik war so in Gedanken versunken, dass er gar nicht bemerkte, wie die anderen Kinder schon losgelaufen sind. Und wie vor ihm eine Lücke entstanden ist. Erik flitzt an die Gruppe heran und läuft in die Festhalle durch einen Gang.
Durch die Wände hört er feierliche Musik. Da ist ein großer schwarzer Vorhang. Erik läuft durch ihn hindurch, auf eine große Bühne. Das Scheinwerferlicht blendet ihn. Ältere Kinder laufen mit Zuckertüten auf die Bühne. Vor Erik stoppt ein älteres Mädchen und übergibt ihm eine riesige grüne Zuckertüte. Und da sitzt jemand auf der Zuckertüte. Jemand, den Erik kennt. Wer auf der Zuckertüte sitzt, erfährst du nächste Woche in Folge 5 hier in deinem Sternensucher-Podcast. Und jetzt eine gute Nacht. Dein Mario Mietich.